Logisch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde mich heute durch jedes Level von diesem neuen Tower Defense Spiel durchkämpfen. Das bedeutet, das Video endet erst, wenn ich jedes Level geschafft habe und jeden Boss besiegt habe. Ich bin noch mal gespannt, was für Bosse am Ende auf mich warten. Und natürlich spiele ich das Spiel auf schwer durch. Neues Spiel, schwer. Nein, der Junge ist depressed. Starten. So schwer kann es gar nicht sein. Also Leute, das ist Tower Defense. Absolute Psychose. Kevins Zimmer. Boah, das Game ist ja wieder arschleise. Where we left off. Yo, Bro lebt den Traum, Alter. Okay, wir müssen also die Basis beschützen. Oh. Troff das Ding. Okay, ich habe trotzdem noch eine Minute Vorbereitungszeit. Eingehende Welle. 10 Trainingsroboter. Boah, wenn das als Kind mal so cool gewesen wäre. Digga, Stufe 3, Straight Max, Alter. So. Wie ist das? Kann man die auch da rein verlegen? Nee. Okay. Ja, also ich glaube, es war deutlich besser, einfach einen Stufe 3 Turm zu machen. Aber meine Soldaten bewegen sich nicht. Hier, mach mal. Oder ist... Ach, ist die falsche Taste. Oh Mann, Alter. Der ist Max, okay. Ja, und jetzt soll ich einfach nur weiter Türme aufstellen, oder was? Ja, das ist ja schon fast zu einfach. Ich kann mal noch einen reinholen. Ja, ja, komm. Oh nein, meine Soldaten sterben! Meine Soldaten sterben! Oh, RIP. RIP, wir haben einen stolzen Mann verloren. Junge, wir haben einen Soldaten verloren. Unordentliches Bett. Yo. No way. Ist der die Kekse auf dem Bett, Digga? Das ist doch disgusting. Ich weiß nicht, ob er mich fühlt, aber das ist wirklich ekelhaft. Ich würde nicht auf meinem Bett essen, Digga. Dann krümel ich da hin, Digga. Da lege ich mich da an meine eigene Sülze, Alter. So, warte mal. Die kommen von da. Das bauen wir dahin. So, und dann da ein Turm. Und den können wir auch eigentlich... Warte mal, wie viel kostet das so ab? 12 Upgrade-Kosten. Okay, warte, wir stellen mal 2 Türme hier auf. Schauen wir mal, ob 2 Türme Stufe 1 besser sind als 1 Stufe 2. Und dann würde ich die Türme hier vorne erstmal upgraden. Und dann schauen, dass wir die Kanone für die größeren Dinger halt ready haben. Wir können auch... Lol, wir haben auch neue Soldaten. Sniper. Grenadier. Und Infanterie, okay. Lass mal einen Sniper kaufen, komm. Nein, Bro, ist nur am Kriechen. Digga, so braucht er doch ewig. Oh, scheiße. Ich sage ehrlich, die geupgradeten Türme sind wohl doch deutlich besser, als einfach Masse aufzustellen. Ey, aber der Sniper ist krass. Der macht gut Damage. Auch wenn er sich nur am Kriechen fortbewegt. Mann. Digga, der tankt übelst. Okay. 8. Das reicht ja für gar nichts. Das reicht ja nicht mal für ein Upgrade. Ja, wir müssen sparen jetzt. Ach, weil ich den Soldaten gekauft habe. Diese kleinen Drohnen werden nicht angegriffen. Nein, mein Sniper! Nein! Jetzt muss ich ja Infanterie kaufen. Nein. Get out, loser. Mann. No, I will beat you next time, little bot. Ich habe im Tutorial verloren. Los geht's. Meisterleistung. Ja, das liegt an den starken Robotern. Das liegt an diesen komischen Drohnen. Die habe ich nämlich vorher noch nie gesehen. Und die haben meinen Sniper gekillt. Ah. Wisst ihr? So, gleich der Stufe 2 Turm. Der macht's. Der Junge hat Überpsychosen. Oh nein, die dürfen nicht vorbeikommen. Ah, Glück gehabt. So, 9 Gold. Ich brauche 12 für den Turm. Ja, wir bauen mal hier noch einen Turm auf. Wie ist denn das? Diese fliegenden Drohnen? Diese kleinen Drohnen, Digga, die haben voll mein Game geschmissen. Boah, die sind viel zu schnell. Okay, es klappt, klappt, klappt. Ja, okay. Diese Doppelturm-Kombo. Anders gecarried. Wir upgraden auf Max.
Und gehen rein in die Welt, ich kann mir nichts mehr leisten. Sieht aber sehr gut aus. Also hier diesen Mittelturm. Boah. Mutti, ich muss heute noch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Upgrade. Ja, wir gehen auf Upgrade. Den jetzt hier noch auf 3. Easy. Und dann machen wir noch einen Backup-Turm. Sicher ist sicher dahin. So, also jetzt sind wir aber wirklich sicher. Komm, rein in die Welle. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat der Turm übelst seine Möglichkeit, hier hinten verloren zuzuschlagen. Als ob es Environmental Change gibt. Ist das hier Battlefield oder was? Jawohl, so 10. Digga, Kanonen-Upgrades sind so teuer, Alter. Ja, rein in die Welle. 14, noch ein Upgrade. Rein in die nächste Welle. Feuer! Cool, noch ein Stern, dann kann ich noch meine Kanone hier vorne upgraden. Ah, yes. Rein ins Upgrade. Boah, Junge! Ja, easy peasy, ich hab's überlebt. Yes, we won again, my little friends. Digga, hat Kevin Psychosen? Alter, ich glaube ehrlich, Kevin ist vielleicht doch kein normales Kind. Ich glaube, Kevin hört Stimmen. Ist aber eine sehr interessante Arena. Oh, was Neues, ein Mörser? Okay, von hier Wellen vorstoßen. Da machen wir hier auf alle Fälle die Mörser hin. Wie ist die Reichweite? Ah, yes, yes, yes. Wir kreieren im besten Fall... Warte mal, wie sind die Mörser hier so von der Ausrichtung? Boah, ich würde gerne hier... Dann könnten wir nämlich hier vorne einen gewissen Choke Point errichten. This position is pretty good. Ja, Kevin. Kevin checkt was von Kriegstaktiken. So. Don't shoot into space. So, Digga, ab geht's. Digga, das dauert ja jetzt erstmal 10 Jahre, bis die Truppen überhaupt anlaufen. Bin mal gespannt, wie die Mörser zuschlagen. Priorität. Ach du Scheiße. Mörser? Mörser? Mörser, ich verliere straight! Come back! No! Und ich hab straight verloren. Okay, wir müssen das anders machen. Stark. Max Update. So. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Infanterie. Ja, Digga, die Dreierkanone ist so stark. Ah, okay, Flugdinger kann er nicht angreifen. Okay, zur Sicherheit noch einen Sniper geholt. Okay. Riesiger Roboter. Ach du Scheiße. Na gut, rein in die Runde. Oh, gut, dass wir eine Dreierkanone haben. Ja, mal, also die Dreierkanone ist stark. Ich glaube ganz ehrlich, die Dreierkanone, also jetzt mal bis auf Flugeinheiten, ist das, glaube ich, das Beste, was man platzieren kann. Also die Dreierkanone ist OP, Digga. Guck mal, wie die da alles wegschrotet. Das Einzige, was gefährlich wird, sind natürlich hier diese Flugeinheiten, aber mit einem Dreierturm. Dreierturm, easy. Boah, das wird eine heftige Welle. Fire! Ah, das wird schon, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Ja, wir haben das. Das haben wir, das haben wir. Oh. Nein. Nein, mein Sniper ist heraus. Oh, nee!
Hey, mein Sniper lebt noch. Ich, Junge, der war so camouflage, ich habe ihn nicht mal selbst gesehen. Okay, solide. Wir können auch gleich upgraden. Noch eine Münze. Perfekt, wir upgraden das hier straight. Boah, ich will doch einfach nur das Level schaffen. Noch eine Welle danach. Okay. Turmprioritäten. Ah, man kann das auch auf gewisse Einheiten festsetzen. Ich sage ehrlich, ich riskiere jetzt einfach, komm. Kaufe ich halt Einheiten, wenn es jetzt zu stark wird. Ja, noch ein kleines bisschen. Noch 2 Sterne, noch 1 Stern. Okay, wir haben jetzt 2 Dreierkanonen. Also, jetzt sollte ich das gewinnen. Junge, Kevin hat wirklich Psychosen. Kevin hat wirklich Psychosen. Memphis X3950. Activating. Bro packt sich selbst aus. Was ist jetzt mit dem Sammler wert? The best defense is to attack. What a miserable color. Digga, den krieg ich doch niemals im Leben da. Komm her. Grenadiere noch. Los! Nein, ihr müsst da raus, ihr müsst da raus! Jungs, lasst euch zurückfallen! Lasst euch zurückfallen! Jungs, ihr müsst euch zurückfallen lassen! Nein! What? Der rippt den einfach! Nein! Der schreddert die einfach! Digga, der schreddert einfach meine Einheiten! Aber zum Glück bleibt er da stehen. Sonst hätte ich schon verloren. Nein, meine Einheiten! Los, Leute! Mehr in den Meat Grinder! Mehr in den Meat Grinder! Mehr in den Meat Grinder! Ich brauche mehr Units an der Front! Wir brauchen mehr Supply, mehr Supply! Boah, so gut, dass wir diesen einen Turm hier hinten noch haben. Als ob da sogar noch zusätzliche Wellen kommen. No, meine Armee, schnell! Aber das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh mein Gott! Digga, nein. Digga, Kevin wird jetzt einfach mal ein bisschen waterboarden, Alter. Digga. Kevin setzt sich jetzt in die Badewanne und föhnt sich nebenbei die Haare? Digga, warum ist da überhaupt eine Leiste im Bad? Oder ist das nur eine Waschküche? Kann sein, dass hier wirklich keine... Doch. Digga, da ist einfach eine Badewanne. Okay, wie werden wir angegriffen? Was habe ich zur Verfügung? Hier sehr interessante Stellung. Probieren wir mal so. Basic-Ausstattung, alles auf 1. Ja, das funktioniert schon besser. Ich sag euch, das ist das Beste, was ich machen kann. Hier vorne müssen 3 Mörser hin. Ja, Full-Mörser. Im besten Fall alle auf Level 3. Dann easy. Das nenne ich Kriegsführung! Digga, meine Popel-Mörser nehmen das komplett auseinander. Alles, was noch übrig bleibt, wird von den Turmen geklärt. Also, wenn ihr was durchkommt, nehmt die Türme das eh auseinander. Easy peasy. Rein in den nächsten Mörser. Don't shoot in space. That's an order.
Wie ist denn das, wenn ich das Ding jetzt einfach die ganze Zeit drehen lasse? Mein Todeskarussell. Jetzt brauchen wir eigentlich nur Punkte, damit ich die Mörser weiter upgraden kann. Ja, komm rein in die nächste Welle. Rein ins erste Mörser-Upgrade. Wobei, da kommen Flugeinheiten. Das ist gar nicht gut. Hier, irgendwelche fliegenden Einhörner. Hoffentlich können die Türme das aufhalten. Anscheinend nicht. Okay, ein Einhorn ist durchgekommen. Wir müssen das Ding ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Das ist wasted. Wobei, nee, ich glaube, das ist effektiver, weil die dann immer wieder in Reichweite sind. Oh Mann, die scheiß Einhörner. Okay. Ja, lass Infanterie von den Punkten kaufen einfach. War klar, dass jetzt die nächste Welle müssen natürlich wirklich 5 Milliarden Einhörner sein. Oh Gott, das hat gerade noch so geklappt. Meine Mörser-Dinger hier vorne, die schallern aber auch anders rein. Das sollte reichen, um die Einhörner abzuwehren. Jawohl, wir haben's. Oh Gott, Alter. Okay, jetzt mit Wasser. Here's what I'm looking for. Come here, swimmer friend. Holy moly, Wasserlevel. Ah, ich muss jetzt meine Armee immer zusammenstellen. Huh. Boah, da gibt's aber noch echt viele. Ah, hier gibt's sogar neue. Sanitätsturm. Heilt nahegelegene Soldaten. Raketenwerfer, feuert Raketen auf Lu. Ah, ich kann immer nur 3 picken. Also Mörser, ist das ja schon mal eine kernsolide Combo. Mörser. Kanone und dann warten wir in die Runde und dann upgraden wir den Mörser, das kostet 1 Punkt und gehen dann sofort auf die Luftabwehr. Und dann sind wir eigentlich safe. So, da droppt jetzt eine Münze. So, bumm, ab in den Mörser Stufe 2 und sobald es geht, bauen wir dann das Geschütz auf. Oh Mist, hätte ich den vielleicht hier so platzieren sollen? Aber wobei, wir upgraden den ja dann weiter, damit er dann alles, was so übrig ist, abfängt von Lufteinheiten. Bodeneinheiten kommen wir erstmal klar. Mörser plus Geschütz, boah, Todeskombo. Ich meine, die werden direkt gespawntrapped. Ja, Männchen. So, okay, jetzt kommen die. Wir gehen gleich mal auf Stufe 2. Sicher ist sicher. Wow! Was ist das, Einhorn? So, okay. Rein in die nächste. Und jetzt ist das nächste Ziel, den Mörser nochmal zu upgraden. Oder sogar das Geschütz. Wobei, das beides auch sehr teuer. Ah, ich habe nicht genug auf meine Verteidigung vertraut und habe Punkte eingebüßt. Ich sag ehrlich, gehen wir mal hier noch auf den Mörser. Und, ah, da kommt auch schon Delfin. Was sind das für Einheiten? Digga, der Delfin hat Räder. Okay, ja, dann kaufen wir Infanterie in der Runde. Kaufen einen MG-Schützen. Benutze sehr wenig Infanterie. Ich mag irgendwie lieber die Stellung. Und vor allem, wenn man die dann auch upgraden kann. Ja, Digga,
hätte ich mir nie Infanterie kaufen müssen, Alter. Das ist ja easy peasy. Okay, das sollte die Luftabwehr easy fangen. Jawohl. Wie viel kostet das nächste? 10. Ja. Rein in die nächste Runde. Boah, jetzt ein Dreier-Mörser wäre auch cool. Dreier-Geschütz wäre auch cool. Vor allem die Luftabwehr ist stark genug. Stark. 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 Jawohl. Okay, wir haben eine Infanterieeinheit verloren. Okay, 11. Sag's wie es ist, ich gehe rein. Nee. Wenn ich hier schon so viele Flugeinheiten sehe und ich weiß, dass mir das Kopfschmerzen bereitet, gehe ich lieber in das Dreier-Upgrade für die Luftabwehr rein. Weil hier vorne haut eigentlich soweit alles hin. Artillerie. Also die hier kann, der Raketenwerfer kann nur Lufteinheiten angreifen. Und die können nur Bodeneinheiten angreifen, aber nichts Fliegendes. Ich kann den Taucher ins Wasser schicken. Ah. Was macht er dann? Ja. Wir haben einen. Oh no! Greif doch mal an, Junge! Jetzt musste ich mir einen Soldaten kaufen. Ja, meine Luftabwehr ist wirklich stark. Ja, alles gut. Das haben wir. Digga, ich krieg kaum Münzen, Mann! Taucher auch Waste, wirklich, kaufe ich nie wieder. Okay, das schafft die Dreier Luftabwehr easy. Digga, die Einhörner werden wirklich komplett pulverisiert. Ja, wie sollten wir die zurückfallen lassen? Kriegt trotzdem kaum Münzen. Kill them all. Ja, jetzt hat die Luftabwehr schon ganz schön zu kauen. Scheiße, ich kann mir nur noch einen Treffer erlauben. Vielleicht sollte ich einfach noch eine zweite Luftabwehr kaufen. Ne, es ist schon die letzte Welle, lol. Ich hab's schon geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt haben wir eine gute Kreuzverteidigung. Jawohl. So. Und jetzt hauen wir da schön die Luftabwehr rein. Ist die Frage, ob sich das hier lohnt. Wahrscheinlich nicht. Hier hinten dann zwei Stück einfach. Okay, rein in die Welle. So. Wir müssen dann hier vorne die Kanonen upgraden. Okay, sieht gut aus. Okay, da kommt... Okay, das kann ab hier feuern. Okay, wir müssen unbedingt Luftabwehr upgraden. Und Mörser würde ich gerne noch aufstocken. Okay, das fängt der Taucher ab. So, stabil. Das heißt... How about this? I was looking for you. Okay, und wir kaufen, wenn die Runde losgeht, noch ein paar Taucher. Say hello to my little friend. Sieht gut aus. Sehr gut. Hier vorne die Turrets würde ich gerne upgraden. Eigentlich auch die Mörser. Ja, die Kanonen würde ich als erstes upgraden. Hier, aber nee, bevor ich Upgrades mache, würde ich eher auf Masse gehen. Noch eine Luftabwehr. Wichtig. Und hier vorne noch eine Kanone.
Okay, das eine Entchen, was da durchkommt, fangen wir ab. Jawohl, so, also hier auf alle Fälle noch eine Luftabwehr. Und sobald wir es uns leisten können, hier noch ein Geschütz. Genau, aber da kommt nämlich hier auch schon wieder ordentlich was auf der Luft durch. Rein in die Welle! Daumen drücken! Okay, perfekt. Unsere stabile Luftabwehr hält die Base safe. Okay, das sollte der Taucher abfangen können. Okay, wir brauchen einen neuen Taucher. Wobei... Doch, wir brauchen einen neuen Taucher. Wir müssen den Taucher die Frontline versetzen! No! Straight 2 Punkte gehittet. Oh, scheiße. Das ist gar nicht gut. Wir gehen noch auf noch ein Geschütz. Und dann kaufe ich 2 Schwimmer. So eine Scheiße, Digga. Jetzt bin ich hier kurz vor der Niederlage. Okay, sieht gut aus. Solide. Versenkt die großen Kriegsenten! Get him. Okay. Da kommt maybe eine Herausforderung für unsere Luftabwehr, deswegen upgrade ich mal. Ist, glaube ich, eh solide. Man sollte es nicht unterschätzen. Weil ich habe nur noch einen Hitpoint jetzt. Ja, okay, glaube ich, war ein gutes Upgrade. Jawohl. Ich habe halt wenig Punkte. Können wir jetzt höchstens Infanterie leisten. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, und wir gehen in die letzte Welle. Kann eh nichts mehr kaufen. Faster, faster! Ich hätte vielleicht doch eine Kanone hier vorne upgraden sollen, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass es hier hinten so einen Durchstoß gibt. Ja, wäre besser gewesen, die hier vorne zu upgraden. I never liked these toys. Na gut, das hat sich doch gelohnt, hier die Zweier zu machen. Okay, ich brauche alles, was ich an Infanterie noch ranschaffen kann. Nein, 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 irgendein Monster! Is there something in the water? Wow! What the hell? Oh oh. Maybe Mörser upgraden, weil das der größte Bereich ist. Vielleicht kann man mit einem Taucher das irgendwie ein bisschen aufhalten. Wobei, sieht aber gut aus. Nein! Meine Soldaten! Nein, dicker Bro wurde in der Mitte durchgerissen. Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der andere war viel gefährlicher. Okay. Okay, ein Tentakel ist down. Ja, easy peasy haben wir den besiegt. Hä? Ja, absoluter Super Rip jetzt. Ich muss die Kanonen hier upgraden. Vielleicht brauche ich aber noch 3 dafür. Nein, der besetzt hier sogar meine Kanonen. Gut, das Ding ist ja hier eh schon auf
Das kann ich gleich auf 3 machen. Kann er im Wasser schießen? Komm her. Na, das werden wir nicht schaffen. Digga. I need you. Ja, ist halt einfach meine Verteidigung hier durchbrochen. Octobull. I don't even remember these toys. Nein, 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 meine Einheiten. Ja, toll, das ist jetzt außerhalb der Reichweite von denen. Nein, ich habe das Level jetzt verloren, weil meine Defense hinten nicht stark genug war. Okay, Leute, komplett neuer Anlauf. Ich habe es diesmal etwas anders aufgebaut und ihr seht schon hier hinten, ne? Ich habe komplett neu mit Infanterie aufgestockt. Ich hoffe mal, dass das diesmal gegen den Boss-Mob zieht, Alter. Die dürfen halt nicht... Ja, genau, das passiert dann. Der zippt die einfach weg. Meine schöne Infanterie, wirklich. Leute, schieß doch mal! Schieß! Komm her! I never liked these toys. Komm schon. Komm schon. How about this? Komm schon. Ja. Gott, wir haben ihn besiegt, Digga. Das war... Leute, der hat sogar noch einen Soldaten mitgesnappt. Ja, das war der Kampf meines Lebens, Alter. Türme, es gibt neue Türme. Laserturm. Gibt's neue Soldaten? Nee. Fähigkeiten? Nichts. Ah, Laser kann alles angreifen. Dann ändern wir nochmal die Strategie. Weil wenn der alles angreifen kann, der Laserturm, dann muss ich nämlich nicht... Ah, da ist er oben vermerkt. Ah, dann brauche ich nämlich keinen Raketenwerferturm. Sieht super aus, Alter. Okay, jetzt... Ja, ist, glaube ich, besser mehr zu bauen, als gleich irgendwie zu updaten. Jetzt upgraden wir den Laser hier vorne, als nächstes den Mörser. Hier bauen wir weitere Luftabwehr auf. Hier, maybe, könnte man noch was hinpacken. Ich muss den Laser schnellstmöglich auf 3 bringen. Boah, der Laser ist so geil. So, den Rest hält der Mörser. Yes.
So, jetzt ist die Frage, ob wir hier noch einen zweiten Laser verwenden. Nee, komm. Höchstens noch eine zweite Luftabwehr wäre cool. Hier noch und da. Theoretisch, Aufbau wäre da noch eine Luftabwehr, da noch ein Laser und hier könnte man vielleicht nochmal einen Mörser aufbauen. Upgrade. Wunderbar, es läuft perfekt. Und ich habe sogar noch den Hammer, wenn es hart auf hart kommt. Solange ich halt 4 Sterne habe. Couldn't you just leave my house? Digga, ist das krank, Alter. Der Laser nimmt die alle auseinander. I am getting hungry again. So, den nehmen wir mal zur Sicherheit. Und dann gucken wir mal. Digga, der Laser. Digga, der Laser. Zur Sicherheit die Luftabwehr noch hochfahren. I never liked these toys. Na ja, gut, dass ich die Luftabwehr hochgefahren habe. LOL! Die bringen Katapult mit! Das wurde ja komplett zerstört. Theoretisch wäre jetzt hier Platz, nochmal eine Luftabwehr zu setzen. Naja. Wir lassen den Laser erstmal machen. Der Laser ist am besten gegen große, langsame Ziele, weil er die dann einfach schön entspannt schmilzt. Ja, im Notfall upgraden wir das Ding hier hinten noch. Der Mörser fängt aber auch viel ab, was da noch durchkommt. Würde sich vielleicht auch lohnen, erstmal den Mörser zu upgraden. Kill them all. Digga, was jeppt Kevin da eigentlich, Alter? Hat der Psychosen? I don't even remember these toys. Okay,
Noch ein Laser? Come into my world. Nee, Mörser. Komm, wir upgraden den Mörser und rein in die letzte Welle. Digga, Kevin hat wirklich zu viele Zweite Weltkriegsdokus sich reingezogen. Der arme Junge, der guckt den ganzen Tag nur Weltkriegsdokus. Ah, super. Gleich schon zur Hälfte geschafft. Ja, Mörser ist auch so stark. Ja, jetzt nur eine Frage der Zeit. Also wenn jetzt hier nicht ein überragender Boss-Mob kommt, bin ich eigentlich fein raus. Wir haben es geschafft. Oh nein. Oh. Stimmt, hier liegen ja Messer. Aber Mutter, du kannst mich doch nicht einfach aus der Küche werfen. Ich habe hier gerade überhaupt keine Zeit dafür, Alter, für deine Spirenzchen. Digga, Kevin, bist du dumm? Das sind Lasertürme, die sind nicht für Long Distance. Endboss in dem Level ist, by the way, 100 pro meine Mutter, Alter. Die kommt und versohlt mir meinen Arsch, Alter. So, wir können gleich hier das Upgrade machen. Rein in den Mörser 3, Digga. Holy moly, der macht einen Damage. So, weiter geht's. Digga, Kevin hat wirklich Probleme. Wir bauen hier noch 9 Mörser auf. Digga, die Einheiten hier werden komplett zerstört. Und dann warten wir darauf, dass wir das noch upgraden können. Da will ich die Luftabwehr noch auf einen höher setzen. Zur Sicherheit einfach. Komm, ein Stern. Und Upgrade auf 3. Sicher ist sicher. Will keine Risiken eingehen. Ich würde aber so weit gehen und sagen, das ist bis jetzt das coolste Level, weil es halt so von der Form her so geil für die Mörser ist. Die doofen Dinos, danach sind sie wieder ausgestorben. What? Oh nein. Kill them and
Ich musste jetzt einen Soldaten auslösen, Alter. Boah, das wäre fast nach hinten losgegangen. Ja, Kevin, du hast Stimmen im Kopf. Boah, Junge. Ach gut, dass wir hinten nochmal Mörser platziert haben. Let's go! Ich nehme aber an, in dem Level wird es wieder einen Endboss geben. Und ich hoffe mal, dass meine Mörser dafür passen. Kevin, hör doch mal auf, die ganze Zeit zu jeppen! Soll ich Kevin muten? Stille Treppe jetzt für Kevin. Kevin hat endlich seine Medikamente genommen. So, die letzten, dann haben wir's. So, jawohl. Digga, die Mutter steht daneben und macht Abwasch und lässt mich so lange den... Bro, bricht sich erstmal alles. Scheiße, Mann. Ob wir ihn nur damit bekommen? Okay, wir könnten die Luftabwehr verkaufen. Das gibt nochmal 13. Ah ne, Luft kann da auch drauf schießen. Perfekt. Ach, der Schamane ist ein separater Gegner obendrauf. Wir schaffen ihn nicht. Oh nein, ich muss nochmal spielen. Die Mörser waren zwar extremst stark. Ah, der Schamane heilt einfach den Frost-Trax wieder da hoch. Okay, der Schamane ist tot. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Nein. Digga, die ganze Psychose nochmal von vorne. Okay, gleich kommt der Dino. Der entscheidende Part ist dieser hier. Der Laser. Den habe ich jetzt leider nicht auf 3. Hoffentlich kriege ich noch ein paar Sterne zusammen, weil ich könnte da natürlich auch anfangen, auf den Boss einzuhauen. Aber das weiß ich nicht, habe ich vorher nicht hingeguckt. Okay, Zeit für den Dino. Schön wäre es gewesen, wenn das jetzt einfach vorbei gewesen wäre, wirklich. Wir müssen halt den Schamanen so schnell es geht loswerden.
Ah, man kann seine. Man kann die Special Attacke nicht einsetzen. Müssen warten, bis er in die Nähe von der Luftabwehr kommt. Der greift automatisch den Schamanen an. Bisschen, da kriege ich niemals 14 Punkte zusammen. Ich hab den Laserturm verkauft! Ja, Digga, fuck, ich hab mich verklickt. Komm schon, wir sind so knapp davor. Ach man, es ist, weil ich den Laserturm verkauft hab. Sorry, Leute. Ich hab mich verklickt. Ich hab in den Turm reingeklickt und rechts unten rausgeklickt und hab den Turm dadurch verkauft. Na, jetzt können wir wieder nur warten. Ja, das Problem ist, wir müssen erst warten, bis der hier in die Luftabwehr-Dings reingeht, damit wir den Schamanen loswerden. So, jetzt wird der Schamane angegriffen. Alle nachfolgenden Upgrades, was ist das hier? Schamane, ja, okay. Alle nachfolgenden Upgrades landen hier in die Minigun jetzt erstmal. Damit ich die beiden Miniguns noch also upgraden kann. So, jetzt gleich feuert der Laser los. Kann der Laser bitte den Schamanen anvisieren? Jetzt, jetzt, jetzt. Im besten Fall noch vor dem Heal. Nein, nein, nein. Wieso geht denn der scheiß Heal noch durch? Wieso lebt denn der Schamane noch? Der müsste doch schon fünfmal runtergefallen sein. Oh nein, hoffentlich ist das nicht verbuggt. Aber diesmal haben wir ihn. Diesmal haben wir einen Safe. Ja, wenn ich ihn jetzt diesmal nicht bekomme, dann weine ich. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Greift ihn doch an, Jungs, greift ihn doch an. Oh mein Gott, ich hab's. Na, ja, das läuft. Die Upgrades kosten aber auch alle so viel Geld. Wir könnten hier noch einen Mörser aufstellen. Oder... Na, Flugeinheiten kommen jetzt noch nicht viele. Ich glaube, ich würde mit einer zweiten Minigun gehen. Zweite Minigun kommen, let's go. Ein Mörser hier vorne reicht schon. Der peelt das, glaube ich, auch genug da vorne an der Frontline. Okay. Ja, gut. Okay. Als nächstes das hier upgraden und noch die zweite Flugabwehr aufstellen. Dann ist das gesamte Set fertig und dann rein in die nächste Welle. Solide, ich grade als erstes, glaube ich, die Minigun hier ab. Beste Position, weil die hier diese beiden Bereiche abfängt. Wobei, es würde sich auch lohnen, hier ein Upgrade. Ach, hier ist schon ein Upgrade drin, ne? Dann passt das. So, jetzt kommen die Libellen. Wir können natürlich im Run immer noch mal hier auf 3 upgraden.
Oh, es wäre so cool, die Spule vorne zu upgraden. Das wäre so geil. So geil. Okay, da kommen die Libellen. Okay, das hat geklappt. Nein. Scheiße. Ich kann mir noch ein Ding leisten. Wobei, aber die Aufstellung hat funktioniert. Hätte ich mir einen Schildträger gekauft, hätte es geklappt. Weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Schildträger ist da wahrscheinlich die Lösung all meiner Probleme. Luftabwehr muss eigentlich auch geupgradet werden. Komm, wir gehen auf 3. Jetzt kommen hier noch diese Jojos, die hatte ich noch nie. Mistkäfer, okay. Schauen wir mal. Ich würde mir dann halt einen mit Schild noch kaufen, wenn ich es mir leisten kann. Ach du Scheiße. Die sind ja ultra tanky. Ja, aber geht aber, geht aber. Die Minigun macht kurz einen Prozess. Okay. Die Frage ist, gehe ich jetzt... Ja, komm hier. Die Minigun, ich sehe mich da am Upgrade. Die hier würde natürlich auch Sinn machen, aber das ist so ein bisschen meine letzte Verteidigungslinie. Vorletzte Welle. Boah, wir haben auch nur noch einen Slot. Oh, ich wünschte, ich hätte den Mörser upgraden können. Der würde hier echt kurzen Prozess auf 3 machen. Okay, jetzt wird's halt schwer. Schauen wir mal. Ja, Minigun raspelt da durch. Solange es nicht zu viele Einheiten werden, sollte es machbar sein. Ach du Scheiße. Wechsel den Fokus! Wechsel den Fokus! Oh mein Gott. Oh, das war ultra Glück. Okay. Boah, die Luftabwehr kommt gerade so hinterher. Ist mein Schildträger tot? Als ob, der ist doch die tankige Einheit in Person, dachte ich. Oh, mein Schildträger.
die letzte Welle, das ist die letzte Welle. Okay. Ich hab jetzt ein bisschen gepanickt. Ich musste das upgraden. Okay. Wir haben es geschafft. Ei. No way. Als ob der meine Einheit einfach mitgenommen hat. Junge, Kevin wird größenwahnsinnig. Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, was hier für ein Endboss am Ende kommt. Also, ein Eichhörnchen, das könnte sein. Es könnte aber auch irgendwas, ich glaube eher irgendwas Insektenmäßiges. Wir brauchen hier noch ein zweites Geschütz, im besten Fall vielleicht eine Minigun. Dann könnten wir hier einen Mörser hinpacken und hier noch einen Mörser hinpacken. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundausstellung. Ist doch einfach einen von diesen Würmern. Noch kann ich die Front hier halten. Aber eigentlich wird es sehr eng. All for one and one for all. Ja, let's go. Green, the color of peace. Just kidding. The color of war. Scheiße. Einer durch. Müssen die Luftabwehr verstärken. Kill them all. Der ist noch auf 1, ne? Ja. Hier ein Mörser wäre echt geil. Ich will die Frontline hier eigentlich aber auch nicht so sehr upgraden. Wobei, wir haben da schon einen Mörser. Wir gehen hier mal auf 2. Flugeinheiten sind echt ein Risiko, dass sie einfach durchgehen. Okay, sieht gut aus. Wir haben ja noch 2 Slots frei, die wir besetzen können. Das Ding ist, normalerweise würde ich jetzt eher sagen, wir upgraden den hinteren Teil. Ha. Weil hier vorne, wenn wieder der Boss so kommt, ist der Teil hier völlig egal. Problem ist, ich will halt keine NPCs die ganze Zeit opfern. Ich verliere halt wertvolle Sterne, die ich im schweren Modus einfach zu wenig bekomme. Ja, ich werde hier noch eine Minigun hinpacken. Außer halt jetzt, es kommt irgendwie ein übelster Durchstoß an Lufteinheiten. Wobei, ich kann das hier noch upgraden. Aber es ist schon auf 2. Eine 2- und 3er Abwehr sollte eigentlich reichen. World War 3 is here. Oh, das wird knapp. Jawohl. Boah, die werden hier förmlich gespawntrapped. This my wall. Letzte Welle. Ah, ich hätte hier doch eine Minigun hinpacken sollen, dafür, dass es jetzt die letzte Welle ist.
Hoffentlich hat mich das jetzt nicht das Game hier gekostet. Show your power like it is your last war. Aber es hat sich schon gelohnt, das hier vorne aufzurüsten. Wir machen da fast alles platt. Did you see that, little bees? Huh? What? How oh, could this happen? Mein Gott. Where are you? Okay, wir können. Ist es jetzt eine. Ist es jetzt eine reine Lufteinheit? Ich habe ja zwei auf drei jetzt. Ah ne, wir können auch mit den Geschützen drauf feuern. Muss ich schon mal upgraden. Ja, das wird mehrere Kampfphasen haben. Nein! Nein! Oh, Bro! I think they got a little bit angry. Mörser greift er an, ist noch nicht in Reichweite. Oh! Kurzer Jumpscare. Digga, Kevin ist danach zerstochen! Oh no! What the hell? So, das ist ein bisschen modifiziert die Aufstellung, die wir vorhin hatten, ne? Kevin hat eine tödliche Bienenallergie. Ja, aber er wurde ja vorhin schon von einer Biene gestochen. Wobei Laser wäre auch noch eine Option, aber wir haben einfach mal viel zu wenig Geld, um halt das Sustainable dann zu upgraden. Na, die Würmer, aber die kriegen wir schon noch hin. Na. I have no words. Okay. Wir müssen die Kanonen hier upgraden. Problem ist, wir müssen jetzt halt hier vorne auch schon stückweise jetzt anfangen zu upgraden, sonst stoßen wir da bald auf Probleme. Sonst werden uns bald die normalen Infanterieeinheiten einfach überrennen. Die Infanterie-Insekten. Gut, das ist der primäre. Den nehmen wir jetzt auf 3. Und alle Upgrades dann hier vorne reinpumpen. Mindestens noch ein Update hier. Kann ich auf der. Digga, what the?
Ja, geil, wirklich. Hat sich richtig gelohnt, den Schildträger zu holen. Der hat ja null abgeblockt, Alter. Ja, die Türme machen einfach zu wenig Damage. Wie viel bekomme ich da wieder? 3. Wir überlegen, den zu verkaufen. You must protect it. Hoffen wir mal, das war jetzt keine Fehlinvestition. So, kleiner Mann, los, komm. Da hinten Stellung einnehmen. So. Faster, faster! Das hier könnte, das ist schon auf 2. Na, das schaffen wir schon. Minigun ist jetzt auch geupgradet. Das ist auch auf 2. Okay, jetzt kommen hier Lufteinheiten. Jetzt können wir eigentlich hier reingehen. So. Dann kommen jetzt die Bienen. What? How could this happen? Where are you? So, Bienenschwarm Nummer 1. Ja, ja, ja. Ich werde definitiv hier hinten upgraden. Wow. Ich schicke noch einzelne Bienen durch, oder was? Das ist auf Max, das ist auf Max. Das können wir jetzt noch upgraden. Ja, sie stehen jetzt dann gleich 3. 3 verdammte Luftabwehrtürme. Keine Ahnung, was das für eine Formation ist. Drei auf Max. Als nächstes kann ich noch den Minigun-Turm upgraden. Und ich habe ja noch ein bisschen Infanterie. Fire! Okay, jetzt kommt der zweite Schwarm. That's enough. It's time to solve this once and for all. I think they got a little bit angry. Mörser? Okay. Diesmal werden wir es schaffen. Verkauf das hier hinten, um das hier zu upgraden. Das ist Max, das ist alles Max. Na, das da zu upgraden bringt nichts mehr. I need you. Move. Meine Soldaten! There is he. Aber diesmal schaffen wir es. Schnell zur Seite, schnell zur Seite!
Ja, easy, diesmal haben wir's. Ja, die Luftabwehr. Der targetet einfach den Tank. So, das war's. Einmal komplett durch das gesamte Spiel durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.